Und noch ein Mondseekutter. Direkt vorm Schafberg. Ja, und hier steht ein bescheidenes Wochenendhäuschen. Vor fast 2 Wochen waren Otti und ich auf dem Berg, der Schafberg. Da sind wir bis zur Mittelstation gefahren, von St. Wolfgang aus, und dann die restlichen 400 und noch was Meter nach oben gewandert. Hier sind wir an der öffentlichen Anlage Leubichel. Vergangene Nacht hatten wir ja hier Gewitter. Hat kräftig geregnet und gedonnert und geblitzt. Aber etwa nach einer halben Stunde war alles vorbei. Aber die Feuchtigkeit hier, die sitzt noch richtig drin. Es ist recht kühl hier an dem Stück. Wir haben eben den kleinen Anstieg vom Mondsee zum Ort am Mondsee hochgenommen. Und da oben auf dem Schafberg, da sieht man noch das Haus Schafbergspitze. Feuerwehrfest AD und weiter geht's um den Mondsee. Auf der anderen Seite Ort am See. Thank you.
rechts fahren. Ganz am Ende des Sees sieht man die bunten Sonnenschirme der Seepromenade. Bunte Wiesen, sanfte Erhebungen, die aber schon manchmal ein bisschen steil sind. Und eingestreut so Gehöfte und kleine Ortschaften. Und die Seen sind einfach traumhaft. Ja, auch wenn man nicht immer an die Ufer rankommt. Ja, das ist mir aufgefallen, auch bei den anderen Seen. Man hat nicht so oft die Möglichkeit, am Ufer ranzukommen. Man kann quasi nur die öffentlichen Badeanstalten nehmen oder sowas. Ansonsten ist das mehr oder weniger privat hier alles. Ne? Naja, am Mondsee ist mir aufgefallen, da wo es sehr eng ist, da gibt es dann so ein paar Streifen, wo man aufs Auto abstellen kann, da kann man dann ans Ufer, ne? Aber ansonsten ist das alles privat besitzt und da steht auch immer privater Besitz bei Missachtung, mit Anzeige wegen Besitzstörung erteilt. Ja, Kerkerhaft bei Wasser und Brot. Gewitter sieht noch nicht danach aus. Kann noch kommen. Kann noch kommen. Wurde angekündigt. Ja, schauen wir mal. Da ist eine fette Wolke da oben. Ja. Gut, na dann. Nein, nein, keine geschorenen Schafe. Rehe. Heftiger Anstieg eben. Ja. Und noch einer so ein. Noch mal einer von dieser Sorte. Und in diese Richtung geht es jetzt weiter. Ganz schön heftig wieder. Wir müssen halt nochmal einen Berg hoch. Genau. Hier vorne runter, da hinten hoch. Und da haben wir schon unseren Campingplatz. Hey, pass auf!
angekommen. Angekommen.